habe ich noch meinen Lesemonat vom Oktober für euch und auch gleichzeitig meine Neuzugänge vom Oktober. Denn im Oktober sind ganze 4 Bücher bei mir eingezogen und ich habe alle Bücher gelesen, die eingezogen sind. Deswegen lohnt sich da ein extra Neuzugänge-Video nicht zu machen. Deswegen gibt es diesen Monat kein Neuzugänge-Video, sondern nur ein Lesemonat inklusive Neuzugänge. Und sorry für die Reflexion hier in der Brille, aber es geht mit dem Licht nicht anders. Ich müsste so gucken, dann reflektiert es nicht, aber dann kriege ich hier irgendwie Genickstache. Also sorry für die Reflexion, aber ich habe jetzt, nachdem ich schon 2 Videos gedreht habe ohne Brille, langsam nichts mehr gesehen. Deswegen muss ich sie jetzt aufsetzen, aber egal. Ihr sollt ja auch die Bücher angucken und nicht mich. Deswegen lasst euch durch die Reflexion nicht stören. Ich würde sagen, wir machen das diesmal so. Ich zeige euch die Neuzugänge und stelle euch die Bücher gleich noch mit vor. Und danach gehen wir der Reihenfolge nach durch, wie immer. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich im Prinzip schon. Und ich habe es auch schon gelesen. Es war auch schon in einem Lesemonat. Aber ich muss euch die Story hierzu ganz kurz erzählen. Und zwar Die Perfekten von Caroline Brinkmann habe ich ja auch gelesen. Und ich fand dieses Buch einfach richtig gut. Es war eine total tolle Dystopie. Und ich habe Caroline Brinkmann auf der Messe kennengelernt. Und habe so geflucht, dass ich das Buch nicht mit hatte. Weil ich habe überlegt, nehme ich das Buch mit in der Hoffnung, dass ich sie treffe und lasse es mir signieren oder nehme ich es nicht mit. Und ich habe mir gedacht, ach komm, du schleppst schon so viele Bücher mit, lass es zu Hause. Und ich habe so geflucht und getobt und ich war so traurig. Und dann hat meine liebe Annika beschlossen, mit der Caroline einen Plan auszuhacken. Und das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt Die Perfekten noch einmal signiert zu Hause habe von Caroline Brinkmann. Und als ich dieses Paket ausgepackt habe, sind auch ein paar Freudentränchen geflossen. Das muss ich ehrlich sagen. Ich war einfach so gerührt und ich habe mich so gefreut und es war einfach so schön. Und danke, Annika. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Plan mit Caroline ausgeheckt hast. Und ich habe mich so gefreut, dass ich Die Perfekten jetzt signiert im Schrank stehen habe. Und I love. Ich liebe dieses Buch und das ist so toll und ihr müsst es lesen. Und ich fand es so schön und ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Buch jetzt habe. Und danke, Annika. Tausend Dank. Danke. Ich weiß gar nicht sonst, was ich dazu sagen soll. Als nächstes ist im Oktober bei mir eingezogen dieses Buch hier, Hot Mama von Jennifer Estep. Das ist der 2. Teil der Big Time-Reihe. Ich habe dieses Buch schon sehnsüchtig erwartet, denn ich fand den ersten Teil der Big Time-Reihe wirklich gut. Es hatte hier und da so ein paar kleine Schwächen, der erste Teil. Aber im Großen und Ganzen mochte ich ihn total. Und ich fand auch Fiona, die im ersten Teil ein Nebencharakter war, richtig gut. Und Fiona ist hier in diesem Teil unsere Protagonistin. Und ich habe dann Hot Mama gelesen und war leider nicht so begeistert vom zweiten Teil. Also es war noch ein gutes Buch. Ich fand die Geschichte auch noch toll. Aber hier waren einfach zu viele Dinge, die mich gestört haben. Und das hat dann irgendwie das Lesevergnügen ein bisschen eingeschränkt für mich. Zum Inhalt in diesem Buch geht es um Fiona. Und Fiona ist eine Superheldin. Sie ist Mitglied der Fearless Five und hat Superkräfte und arbeitet aber im normalen Leben als Modedesignerin. Und auf einer Hochzeit lernt sie einen Mann kennen. Und dieser Mann weckt Gefühle in ihr, von denen sie dachte, dass sie nie wieder empfinden könnte. Und dann tauchen auf dieser Hochzeit noch ein paar Schurken auf. Und in diesem Buch geht es schlussendlich darum, herauszufinden, wer diese Schurken sind, was sie auf der Hochzeit zu suchen hatten und was sie vorhaben. Und natürlich geht herauszufinden, was es mit diesem Mann auf sich hat und ob Fiona sich doch vielleicht wieder binden kann. Und ich mochte die Geschichte eigentlich ganz gern. Ich fand auch Fiona als Protagonistin eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, hier waren so viele Sachen, die mich genervt haben. Also zum einen hat mich hier genervt, dass immer wieder beschrieben wurde, wie viel sie ist, denn Fiona ist sehr, 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 sehr viel aufgrund ihrer Superkraft. Das Feuer hat sie einen extrem schnellen Stoffwechsel und sie kann ganz, 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 ganz viel essen und sie muss auch 5-mal am Tag essen und keine Ahnung. Und ja, es wurde immer wieder beschrieben, wie viel sie ist und was sie ist. Und ich habe mir echt nur gedacht so, hör auf zu beschreiben, wie viel sie ist. Es geht einem einfach nur auf den Sack. Dann war die Story sehr offensichtlich. Also die Handlung war so offensichtlich. Von der ersten Seite an war diese Handlung einfach nur so offensichtlich. Und das hat mich so genervt beim Lesen. Und das hat mir halt auch so ein bisschen die Freude am Lesen verdorben. Aber ich fand die Geschichte trotzdem gut. Also es ist eine coole Geschichte mit Superhelden. Ich liebe Superhelden. Also von daher, war das Buch okay. Es ist, wie gesagt, war jetzt kein Buch, was extrem herausragend ist von der Handlung her und allem, aber es ist trotzdem eine gute Geschichte gewesen. Ich mochte das Buch, ich mochte die Charaktere und
war ein guter zweiter Teil. Es gibt ja immer Teile in der Reihe, die nicht so gut sind. Und ich denke mal, Hot Mama war wahrscheinlich einer davon. Ich bin auf jeden Fall auf den dritten Teil gespannt. Da geht es dann um einen Nebencharakter wieder aus diesem Buch. Und dieser Nebencharakter hat eine ganz, ganz lustige Superkraft. Und deswegen bin ich schon sehr auf den dritten Teil gespannt, was es mit diesem Charakter und dieser Superkraft noch auf sich haben wird. Und ja, ich freue mich dann auf jeden Fall auf den dritten Teil. Ich werde ihn auf jeden Fall wieder lesen. Und ja, wie gesagt, Hot Mama war jetzt halt einfach nicht so gut wie der erste, aber es war okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was im Oktober bei mir eingezogen ist. Und zwar habe ich mir dieses Buch auf der Buchmesse aussuchen dürfen vom HarperCollins Verlag. Und ich hätte wirklich das andere Buch nehmen sollen, ne? Wir hatten ursprünglich ein Buch vom Verlag bekommen und ich habe das dann aber gelesen und habe mir gedacht, so, boah, das klingt so typisch nach so einem klischeehaften Liebesroman, wie du es tausendmal gelesen hast, und habe es dann dort gelassen. Was ich inzwischen sehr bereue, denn ich habe eine Abonnentin, die mir seit 3 Videos immer wieder drunter schreibt, wie gut dieses Buch ist. Und ich habe auch schon verschiedene Rezensionen inzwischen zu diesem Buch gesehen und jeder schwärmt von diesem Buch. Und ich denke mir so, warum hast du es getauscht? Verdammt. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch getauscht in Um die Ecke geküsst von Meg Cabot. Und ich fand einfach, das hat sich ganz süß angehört, die Geschichte. Und ich dachte, da ist ein Hund drauf, das sieht doch ganz niedlich aus. Und ja, habe dieses Buch gelesen. Ich habe dieses Buch auch sehr, sehr schnell gelesen. Ich war nach 5 Stunden fertig mit diesem Buch, obwohl es recht dick ist. Und das hat einen Grund, denn dieses Buch besteht nur aus E-Mails. Die ganze Geschichte besteht aus E-Mails. Also ich kann euch das mal zeigen, wie das aussieht. So. Und so geht das ganze Buch. Das ganze Buch, nur E-Mail-Verkehr. Und ich habe nach 50 Seiten echt gedacht, ich schmeiße das Buch in die Ecke. Ich hatte keine Lust mehr zu lesen. Es ging mir so auf den Keks und habe mir dann gedacht, nee, komm, zieh es durch. Die haben dir das Buch geschenkt. Versuche es wenigstens bis zur Hälfte. Ich hatte mich dann irgendwann an diese Schreibweise gewöhnt, aber es war trotzdem nicht meins. Also ich war nie 100% in der Geschichte und ich war nie bei den Charakteren. Und das hat mich sehr gestört. Das hat mich selber sehr genervt, dass ich emotional gesehen nicht bei den Charakteren war. Denn an und für sich fand ich das Buch gut. Ich mochte die Handlung. Ich fand die Plot-Twists am Ende richtig gut. Ich fand die Charaktere eigentlich ganz cool. Aber ich habe keine Bindung zu den Charakteren aufbauen können und was die Handlung betrifft, bin ich auch nicht 100% reingekommen, weil man ja alles nur erzählt bekommt. Ne? Man bekommt ja diese ganze Geschichte von den ganzen Charakteren immer erzählt. Das heißt, man liest immer aus der Ich-Perspektive und man liest halt immer aus der Perspektive des jeweiligen Schreibers. Und das war schon sehr anstrengend, weil man musste teilweise auch gucken, wer schreibt jetzt an wen und wie ist das jetzt. Und es war nicht 100% meins und ich hätte diesem Buch auch gerne 5 Sterne gegeben, wenn es ein normales Buch gewesen wäre, dann wäre es voll mein Geschmack gewesen, on point, dann wäre ich auch garantiert richtig gut in die Geschichte reingekommen, aber durch diesen ganzen E-Mail-Verkehr bin ich nicht richtig in diese Geschichte reingekommen. In diesem Buch geht es um Melissa. Ja, sie hieß Melissa. In diesem Buch geht es um Melissa und Melissa findet eines Tages ihre Nachbarin bewusstlos auf dem Fußboden und hilft ihr natürlich und kümmert sich um sie. Und dadurch kommt sie zu spät auf Arbeit, was ihr Boss natürlich nicht sehr, sehr toll findet. Denn sie muss sich jetzt um die Tiere ihrer Nachbarin kümmern, denn ihre Nachbarin hat nur noch wohl einen lebenden Verwandten, irgendeinen Großneffen. Und den muss Melissa erstmal ausfindig machen. Und solange kümmert sie sich halt um die Tiere. Und ja, sie kontaktiert dann auch diesen Großneffen. Doch der hat nicht wirklich Bock jetzt da drauf, dahin zu gehen. Denn er hat einen Urlaub gebucht mit einem heißen Supermodel. Und den möchte er natürlich erleben. Und so schickt dieser Typ einen Freund zur Wohnung seiner Tante. Und dieser Freund soll sich als er ausgeben, dass die Nachbarin Ruhe gibt und ja, ihn damit zufrieden lässt. Und es ist dann so, dass dieser Freund, er heißt John, und Melissa aufeinandertreffen und beide merken, dass da irgendwie mehr zwischen ihnen ist. Und John hat jetzt natürlich das große Problem, dass er Melissa ja vorgibt, wer anders zu sein. Und die Frage ist, was tut sie, wenn sie die Wahrheit erfährt und was passiert, wenn er es einfach verschweigt und sie es vielleicht irgendwann von alleine herausfindet? Und ja, das sind so die Fragen in dieser Geschichte, worum es am Ende eigentlich auch mitgeht. Ich muss sagen, wie gesagt, ich fand die Handlung eigentlich gut, ich mochte die Charaktere, aber ich war nie hundertprozentig bei den Charakteren und ich war auch nie richtig in der Geschichte drin. Und das fand ich sehr, sehr schade, denn auch der Schreibstil von Meg Cabot hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein schöner, einfacher, lockerer, leichter Schreibstil gewesen und auch was die Beschreibungen der Orte und alles betrifft, fand ich es gut, aber es war halt irgendwie nicht meins. Also ich war, wie gesagt, nicht bei den Charakteren und das fand ich sehr, sehr schade. Denn gerade bei so einer Liebesgeschichte sollte man ja schon bei den Charakteren sein.
Naja, es war eine süße Geschichte, die mich jetzt leider auch nicht 100% überzeugen konnte. Schade eigentlich. Und das letzte Buch, was bei mir im Oktober eingezogen ist, ist dieses hier, Die Legende der vier Königreiche ungekrönt von Amy Tintera. Und dieses Buch hat mir auch richtig gut gefallen. Das ist ein Jugendhigh-Fantasy-Buch, wie es für mich gemacht ist. Und ich mochte es total. Ich fand die Handlung gut. Ich fand allein das erste Kapitel, ne? Also, wenn ein Buch schon so anfängt, kann es eigentlich nur gut werden. Ich fand die Charaktere gut. Ich mochte jeden einzelnen Charakter in dieser Geschichte. Ich fand die Entwicklungen am Ende von diesem Buch, was die Charaktere betraf, richtig, richtig spannend. Ich bin jetzt so auf den zweiten Teil gespannt. Ich mochte die Welt, in der das Ganze gespielt hat. Einzig, hier ist keine Karte drin gewesen in diesem Buch. Das heißt, ich hatte mit dem Worldbuilding so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Denn der Schreibstil ist jetzt auch nicht sehr ausladend. Ne? Dieses Buch ist auch jetzt nicht so dick. Und ich hatte halt, wie gesagt, beim Worldbuilding so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Aber es war okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt die Welt gar nicht vorstellen konnte, sondern ich hätte mir einfach ein bisschen mehr gewünscht oder wie gesagt eine Karte gewünscht, dass ich mir so grob vorstellen kann, wo die Länder denn eigentlich alle liegen. Und ja, der Schreibstil war auch einfach richtig toll. Also es war ein richtig schöner High-Fantasy-Jugend-Schreibstil. Das Einzige, was ich hier meckern kann beim Schreibstil ist, dass hier Wörter drin waren, die da eigentlich nicht reingehören. Zum Beispiel T-Shirts oder sowas. Das sind halt so modernere Begriffe, die ja in einer mittelalterlichen High-Fantasy-Welt eigentlich nicht sein können. Ich sag mal, persönlich beim Lesen stört mich das nicht, aber mir ist es halt aufgefallen. Und es gibt ja Leute, die stören sich da sehr dran an sowas, deswegen sage ich es auch an dieser Stelle. Aber wie gesagt, mich juckt das jetzt nicht, ob da jetzt halt T-Shirt steht oder Capri-Hose oder whatever. Aber ja, es gehört halt eigentlich nicht in diese High-Fantasy-Welt. In diesem Buch geht es um M und M hat quasi alles verloren. Ihr Königreich wurde niedergebrannt, ihre Eltern getötet und ihre Schwester entführt. Und M hat jetzt einen Plan und sie möchte sich rächen. Und dafür muss sie sich als Verlobte des Prinzen ausgeben. Und ja, dafür muss sie erstmal die Verlobte des Prinzen beiseite schaffen. Und so startet quasi die Legende der vier Königreiche, nämlich mit Beginn dieses Racheplans. Und ob M es schafft, ihre Rache zu vollziehen und ob sie es schafft, halt ihr Königreich zu rächen und ihre Familie zu rächen und ihr Königreich zurückzuerobern auch. Das ist es, worum es in diesem Buch eigentlich auch schon geht. Und ich muss sagen, ich fand M als Protagonistin in diesem Buch richtig gut. Ich konnte sie voll und ganz verstehen. Ich konnte ihre Zweifel verstehen. Ich konnte ihre Ängste verstehen. Und ich konnte auch diesen Zwiespalt verstehen, den sie dann in diesem Buch entwickelt hat. Und ja, ich fand dieses Buch einfach ganz, ganz toll. Ich mochte die Charaktere. Ich fand auch Cass als Nebencharakter ganz, ganz toll. Casimir war einfach, ja, er war einfach toll und er war so verständnisvoll und er war einfach ein guter und ja, ich fand die Charaktere gut. Ich fand, wie gesagt, die Handlung richtig gut. Ich bin so gespannt, wie das jetzt hier im zweiten Teil weitergeht. Wie gesagt, was das Worldbuilding betrifft, hätte ich mir ja gerne ein bisschen mehr gewünscht. Das war so ein bisschen schwach, leider, wie gesagt. Aber naja, gut. Ich konnte mir die Welt trotzdem noch vorstellen, aber ich glaube, sie sieht in meiner Vorstellung nicht so aus, wie sie eigentlich aussehen sollte. Was den Schreibstil betrifft, haben wir hier, wie gesagt, einen schönen Jugendbuchschreibstil, der mir auch richtig gut gefallen hat und ich bin auch wahnsinnig gut durch dieses Buch gekommen. Ich fand die Geschichte einfach richtig toll. Ich kann immer nur sagen, richtig toll. Ich sollte das mal lassen. Also ich mochte die Geschichte auf jeden Fall. Ich habe irgendwie in letzter Zeit extrem viel High-Fantasy gelesen und ja, das war eins der High-Fantasy-Bücher, die mir gefallen haben, wo ich auch auf jeden Fall weiterlesen möchte und die ich euch auch empfehlen kann. Und ja, wenn ihr mehr über dieses Buch wissen wollt, schaut in meiner Rezi dazu vorbei. Nur sonst wird der Lesemonat wieder so unglaublich lang. Deswegen erzähle ich jetzt nicht mehr über diese Geschichte. Und damit wären wir jetzt auch durch mit den Neuzugängen. Alle anderen Bücher, die ich jetzt in die Kamera halte, kennt ihr schon. Ich mache gleich mal mit den beiden Büchern weiter, die ich euch jetzt aus die Woche gezeigt habe, in meinen letzten zwei. Und zwar ist das zum einen Pygmalion, perfekt unverliebt. Es war nicht mein Buch. Es war nicht meine Geschichte, es waren nicht meine Charaktere und es war absolut nicht mein Humor, nicht mein Schreibstil. Ja, ich fand dieses Buch einfach nicht gut. Und ja, ich habe dann es bis zur Hälfte gelesen. Danach habe ich es nur noch quer gelesen grob, weil ich schon jetzt wissen wollte, wie das jetzt am Ende ausgeht. Aber es war nicht mein Buch. Wenn ihr jetzt da auch Näheres wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich möchte jetzt hier nicht nochmal so auf alles so extrem eingehen. Sonst, wie gesagt, wird das Video wieder zu lang. Mich kriegt im Auge. Und ja, das zweite Buch, was ich im Video hatte, war Kuss der Lüge von Mary E. Pearson.
Und auch hier hat mir das Buch nicht hundertprozentig zugesagt. Es ist kein schlechtes Buch, aber ich fand es langweilig. Ich fand es einfach nur langweilig. Es ist in diesem Buch auf den ersten 350 Seiten so viel passiert. Und oh, ich habe gedacht, Mensch, Leute, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Das, was hier vom Worldbuilding her zu viel war, war bei Die Legende der vier Königreiche zu wenig. Könnte man mal so ein bisschen vermischen, dann wäre beides perfekt. Aber ja, wie gesagt, der Schreibstil war auch einfach nicht meins. Der war sehr ausladend und sehr ausschweifend. Hier wurde sehr viel erzählt und sehr viel erklärt. Und auch Szenen wurden über Seiten gezogen, was nicht hätte sein müssen. Da war so eine Baumstammszene. Boah, die klingt, glaube ich, 8 oder 9 Seiten. Und ich habe mir gedacht, boah, scheiße, jetzt schubst den Arsch doch einfach von dem Scheißstamm. Also, das war so langweilig und, oh, es war einfach nicht meins. Und nach Seite 350 ging es etwas besser, dann ist hier auch endlich was passiert in diesem Buch, aber es war trotzdem nicht meins. Ich fand auch die Protagonistin Lia sehr naiv. Ich konnte ihre Handlungsweisen teilweise auch nicht verstehen. Auch Pauline, ihre beste Freundin und Zofe, hätte ich manchmal gerne geschüttelt. Also ja, also was die Charaktere betraf, war es auch nicht so 100% meins. Auch die Sache mit dem Prinz und dem Attentäter war okay, aber auch hier hatte ich noch Fragen am Ende, weil das alles für mich nicht so zusammengepasst hat. Und ja, auch das war leider nicht mein Buch. Ich werde jetzt auch hier nicht so viel dazu sagen, wenn ihr da auch mehr wissen wollt, nochmal zum Inhalt oder so, schaut in der Rezi vorbei. Machen wir weiter mit meinem Highlight vom Oktober und das war das Lied der Krähen von Leyva Dugo und ich habe mich ja schon sehr, 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 sehr doll auf dieses Buch gefreut. Ich habe ja den ersten Teil von Grisha gelesen von Leyva Dugo und fand den damals schon richtig gut und ja, das Lied der Krähen spielt ja in der gleichen Welt wie Grisha, aber zu einer anderen Zeit. Also ich würde sagen, es spielt zeitlich gesehen nach Grisha und ja, ich fand die Welt damals einfach schon richtig cool und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass dieses Buch auch wieder in der Griecherwelt spielt und ach, dieses Buch war einfach so unglaublich gut. Es war einfach eine so unglaublich gute Geschichte. Es war total gut durchdacht und oh, dieses Buch war einfach von der ersten Seite an sehr, sehr spannend und es war von der Storyline her einfach so perfekt ausgearbeitet und es war einfach, also, es war einfach ein richtig gutes Buch und wer es noch nicht kennt, sollte es auf jeden Fall lesen. In diesem Buch geht es um Cass und Cass ist Chef einer Gang und Cass war nicht immer Chef dieser Gang und Cass hat in seiner Vergangenheit etwas sehr, sehr Schreckliches erlebt und für dieses Leid ist ein anderer Mensch verantwortlich und Cass möchte eigentlich nur Rache. Aber für diese Rache braucht er Geld, denn er möchte diese andere Person nicht einfach nur töten, sondern er möchte sie zerstören, er möchte diese Person am Boden sehen und man kann diesen Hass, den er verspürt, das kann man mit der Zeit so gut nachvollziehen und ah, es war einfach so gut und ja, Cass möchte halt Rache und er bekommt einen Job angeboten, wo er genug Geld bekommt, um seine Rache endlich auszuüben. Und diesen Job kann er aber nicht alleine machen, sondern er braucht Hilfe. Und so trommelt Cass eine bunte Truppe aus verschiedenen Leuten um sich drum herum. Und insgesamt sind sie dann zu 6. Deswegen heißt es im Englischen auch Six of Crows. So begibt Cass sich mit seinen 5 Krähen quasi dann auf diese Mission. Sie sollen einen Mann aus dem bestgesicherten Gefängnis der Welt befreien. Und ja, ob es ihnen am Ende gelingt oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass die Handlung so unglaublich gut ist. Die ist von der ersten Seite an perfekt durchdacht. Es gibt hier kleinere Logikfehler meiner Meinung nach in diesem Buch, was aber jetzt nur die einzelnen Szenen betrifft. Jetzt nicht das große Ganze, sondern wirklich nur in dem Moment diese Szene. Und ja, ich fand einfach dieses ganze Buch so unglaublich gut durchdacht. Es war einfach, oh, es war einfach so gut. Es war einfach so gut. In diesem Buch liest man auch aus der Sicht von allen 6 Charakteren, weswegen man hier nicht wirklich einen Protagonisten hat, sondern eigentlich 6 Hauptcharaktere. Aber ich würde schon sagen, dass Cass hier eigentlich der Protagonist ist in dieser Geschichte. Und ja, dieses Buch war einfach nur gut. Und wie gesagt, man liest aus der Sicht aller 6 Charaktere, was einem natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik für dieses Buch auch vermittelt. Denn man weiß immer von jedem so ein bisschen was, aber von keinem so wirklich alles. Und man bekommt so nach und nach die Hintergründe der einzelnen Charaktere erzählt. Und ach, das war einfach so unglaublich toll. Und es hat so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich hatte danach auch wirklich Probleme, ein anderes Buch in die Hand zu nehmen, weil ich einfach Angst hatte, dass jedes Buch, was ich jetzt lese, mich enttäuscht. Und ja, es ist, also, dieses Buch war einfach perfekt. Es war eine tolle Handlung, es waren richtig tolle Charaktere in dieser Geschichte. Die Nebencharaktere waren allesamt richtig gut. Die
Welt, in der das Ganze gespielt hat, war richtig toll. Ich konnte mir das alles so gut vorstellen und das war einfach mal eine komplett andere High-Fantasy-Welt, wie man sie kennt und ich kann dieses Buch eigentlich nur die ganze Zeit feiern und ja, ich kann es euch wirklich nur nahelegen, euch, dass ihr das lest, denn es ist einfach so toll und es ist jetzt für jeden etwas. Also es gibt hier schon eine Liebesgeschichte, aber die steht nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund stehen wirklich die Charaktere und diese Mission und das finde ich richtig toll. Ich bin ein Mädchen, was auf Liebesgeschichten steht und wie gesagt, es gibt hier eine Liebesgeschichte, die so am Rande spielt, aber jetzt nicht vordergründig behandelt wird und das hat mir richtig gut gefallen. Also ich kann dieses Buch wirklich nur jedem da draußen empfehlen. Lest es, es ist eine so tolle Geschichte und ich höre jetzt auf, sonst rede ich noch 5 Minuten davon, wie gut dieses Buch ist. Dann kam im Oktober endlich der 4. Teil von Talon raus, oder Talon, Drachenblut. Und ich habe mich schon so auf dieses Buch gefreut, nach diesem mega fiesen Cliffhanger. Am Ende vom 3. Teil habe ich echt nur gedacht so, boah, fuck, jetzt musst du ein Jahr warten, ehe du weißt, wie es weitergeht. Und was ich gut fand, ist, dass der 4. Teil wirklich genau an dem Punkt ansetzt, wo der 3. Teil aufgehört hat. Und ja, ich kann zum Inhalt nicht wirklich viel sagen, also... Wenn ihr da was wissen wollt zum Inhalt, schaut auch hier in dem Video vorbei, was ich gemacht habe. Da gehe ich auf 3, 4 Punkte, was den Inhalt betrifft, nochmal mit ein. Aber ich würde jetzt ungern noch was sagen, sonst spoilere ich hier versehentlich noch und das möchte ich nicht. Ja, ich kann nur sagen, dass mir der 4. Teil wieder richtig gut gefallen hat. Ich glaube, der 4. Teil ist bis jetzt auch somit mein Lieblingsteil. Also ich fand auch den 2. damals schon besser wie den 1., das weiß ich noch. Und ich weiß, dass ich den 3. eigentlich auch ganz gerne mochte, aber ich glaube, der 4. ist definitiv jetzt mein Lieblingsteil bisher. Ich fand einfach ganz, ganz toll, was in diesem Buch alles passiert ist. Wir haben hier endlich mal Hintergründe erklärt bekommen. Wir haben hier einen ganz, ganz großen Schritt, was die Handlung betrifft, gemacht. Wir sind hier sehr, sehr weit nach vorne gekommen, was die Handlung betraf. Diese Liebesgeschichte ist hier endlich geklärt worden und ich hoffe, dass sie sich jetzt im 5. Teil nicht wieder dreht. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, die so mit dieser Konstellation nicht zufrieden sind. Ich feiere diese Konstellation. Ich war für dieses Liebespaar, so wie es jetzt aktuell ist. Auch wenn ich euch recht gebe, dass der andere eigentlich besser zu Amber passt. Aber Ich war einfach von Anfang an für diese beiden und deswegen bin ich so happy, dass die beiden es jetzt geworden sind. Und ich möchte jetzt hier nichts verraten, deswegen werde ich jetzt auch keine Namen nennen. Und ja, ich bin froh, dass diese Sache nun endlich geklärt ist hier im 4. Teil. Denn es ging mir im 3. Teil schon sehr auf den Sack, dieses Liebesdreieck und hin und her und wie und was und wie entscheidet sie sich nun. Und ja, wie gesagt, das ist hier nun geklärt und erledigt und ich hoffe, dass es so bleibt. Und ja, ansonsten, was die Charaktere betraf, fand ich es auch wieder richtig gut. Ich finde, Amber hat hier nochmal eine ganz, ganz tolle Entwicklung gemacht in diesem Buch. Ich finde auch, die Nebencharaktere haben sich hier sehr gut entwickelt. Gerade Dante hat hier eine Entwicklung in dieser Geschichte hingelegt. Holla, die Waldfee. Krass, ich bin auf jeden Fall gespannt, was im 5. Teil jetzt alles noch passiert. Und ja, also ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu diesem Buch zu sagen, außer dass die Handlung wieder richtig, richtig gut war. Wie gesagt, wir erfahren hier endlich einiges, was die Hintergründe betrifft. Wir machen einen ziemlich großen Schritt, was die Handlung betrifft. Das Ende ist richtig gut. Feinde werden zu Verbündeten und das ist einfach so, oh, das war so toll am Ende. Und ja, also ich mochte die Handlung einfach total. Von den Charakteren her kann ich auch nur sagen, dass es mir wieder richtig gut gefallen hat. Ich finde Amber als unsere Protagonistin immer noch toll. Ich mag Riley auch unheimlich gerne. Ich finde die anderen Nebencharaktere auch alle ganz, ganz toll. Und ja, ich freue mich jetzt auf den 5. Teil. Der 5. Teil soll jetzt auch der letzte Teil sein, wo ich dann auch froh drüber bin. Denn ich finde es einerseits natürlich immer schade, wenn eine Geschichte zu Ende geht, aber irgendwann sollte sie halt auch zu Ende sein. Sonst zieht sich das alles einfach zu sehr in die Länge und dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr zu lesen. Deswegen freue ich mich jetzt dann auf den letzten Teil und bin gespannt, wie das Ganze hier mit Emma und ihren Freunden ausgeht. Und ich kann euch dieses Buch auch wieder nur empfehlen, wenn ihr die ersten 3 Talon-Teile gelesen habt, solltet ihr euch den 4. auf jeden Fall angucken, denn ich mag ihn total. Wie gesagt, ist mein Lieblingsteil bisher und ja, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich im Oktober noch ein High-Fantasy-Buch der etwas anderen Art gelesen und zwar Iskari, der Sturm naht. Ich finde dieses Cover immer noch mega cool. Und Iskari ist eine High-Fantasy-Geschichte in einer etwas anderen High-Fantasy-Welt. Diese High-Fantasy-Welt hier ist mehr so japanisch-orientalisch, irgendwie so eine Mischung aus beiden, was ich sehr, sehr cool fand. Und dadurch haben wir hier auch ganz, ganz andere Elemente in dieser Geschichte. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, denn wie gesagt, es
war einfach mal eine komplett abwechslungsreiche Geschichte zwischen dem ganzen anderen High Fantasy, was man immer so liest. Ich mochte auch die Handlung sehr in diesem Buch. Ich fand die Charaktere toll. Ich mochte den Schreibstil. Der Schreibstil hat so ein bisschen was Märchenhaftes, finde ich. Also es ist jetzt kein typischer Jugendbuch-Schreibstil, sondern es ist schon ein bisschen wie ein Märchen erzählt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. In diesem Buch geht es um Asha. Und Asha ist die Prinzessin des Landes. Und Asha hat eine Gabe. Sie kann Drachen rufen, indem sie ihnen alte Geschichten erzählt. Und als kleines Kind hat Asha den mächtigsten aller Drachen angelockt, Kosu. Und Kosu hat daraufhin ihre komplette Stadt zerstört, also die Hauptstadt des Königreichs. Und das fanden die Bewohner der Stadt nicht so toll und haben Asha seitdem quasi gemieden und ein bisschen auch verstoßen. Und um ihre Schuld wieder gut zu machen, hat sich Asha zur Iskari ausbilden lassen, zur Drachentöterin. Und in den letzten 10 Jahren hat Asha ihr Leben damit verbracht, sich zu rächen und Drachen zu töten. Und jetzt ist es an der Zeit, dass sie Kosu töten soll, den ältesten und mächtigsten aller Drachen. Wenn sie dies nicht tut, muss sie den verhassten General des Landes heiraten. Jarek hieß er? Ja, er hieß Jarek. Jarek und das möchte sie nicht, denn Jarek ist kein guter Mensch und so versucht Asha alles Mögliche, um Kosu zu töten. Und Asha bekommt unverhofft Hilfe von Torvin. Torvin ist der Sklave von Jarek und tut sein Leben quasi für Asha riskieren. Und wieso, weshalb, warum er das macht, das verrate ich euch nicht, das müsst ihr selber lesen. Auf jeden Fall begeben sich die beiden dann, wie gesagt, auf diese Reise auf der Suche nach Kosu. Und ob denn wirklich alles so ist, wie es scheint, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ob Asha am Ende Kosu tötet oder nicht, natürlich auch. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte einfach richtig gut. Ich fand die Handlung so unglaublich toll in diesem Buch. Ich fand den Ansatz in dieser Geschichte so toll. Ich mochte die Charaktere. Ich fand Asha ganz, ganz toll, auch wenn sie teilweise nicht immer hundertprozentig mit meinen Handlungsweisen übereingestimmt hat. Aber trotzdem mochte ich sie total. Ich fand auch Torvin gut. Ich fand auch Jarek als Bösen quasi in diesem Buch auch gut. Und ich mochte einfach die ganze Geschichte. Ich fand, diese Geschichte sticht halt einfach heraus aus diesen ganzen anderen High-Fantasy-Büchern, die man ja so lesen kann. Und ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und das Ende war auch wirklich eine riesengroße Überraschung. Also man hat es dann schon so vermutet, worauf das Ganze am Ende hinausläuft. Aber dass es dann tatsächlich so ist, wie es gekommen ist, war wirklich cool. Und es ist der erste Teil einer Reihe und ich bin gespannt, wie das mit Asha und Torvin weitergeht. Und da möchte ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht verraten, denn ich möchte hier einfach nicht zu viel vorwegnehmen. Ich finde, man sollte sich von diesem Buch wirklich überraschen lassen, denn dieses Buch hat 1, 2 Wendungen, die man definitiv nicht kommen sieht. Und fand ich ganz, ganz toll und ich kann euch Iskari der Sturmnaht wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal Lust auf eine etwas andere High-Fantasy-Geschichte habt, die vielleicht auch ein bisschen was von einem Märchen hat. Damit wären wir dann auch beim letzten Buch für dieses Video angekommen und zwar habe ich noch gelesen True North 3, Du bist alles für immer und ich habe mich schon so ultra auf dieses Buch gefreut, denn in diesem Buch geht es um Zack und Zack ist Farmarbeiter auf der Shipley Farm und ich habe vom ersten Teil angedacht, Zacks Geschichte ist sehr interessant, denn man erfährt am Anfang schon, dass Zack aus einer Sekte abgehauen ist und da eine nicht so normale Kindheit verbracht hat und ein nicht normales Leben hatte und auch sehr viel verpasst hat dadurch und das jetzt alles natürlich auch nachholt. Und auf der anderen Seite haben wir hier Lark in dieser Geschichte und Lark hat ein traumatisches Erlebnis hinter sich und versucht dieses Ganze jetzt zu überwinden und verbringt dadurch halt den Sommer auf der Shipley Farm bei ihrer besten Freundin May Shipley. Und so treffen Lark und Zack halt aufeinander und was dann alles mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass die Geschichte von Zack und Lark richtig gut war. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, es war jetzt nicht von der Story her das beste Buch der Reihe, sondern das war der zweite Teil definitiv. Aber die Story hatte definitiv was an sich, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber die Story hat mir definitiv gut gefallen. Ich fand die Dynamik zwischen Lark und Zack ganz, ganz toll. Ich fand es toll, wie er immer mit ihr umgegangen ist und ihr geholfen hat, halt wieder auch ein Stück zurück ins Leben zu kommen. Und ja, es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich fand die Charaktere wieder richtig gut. Ich habe die Charaktere ja vom ersten Buch an, was ich gelesen habe, lieben gelernt. Und nachdem ich dann den ersten Teil gelesen hatte, ich hatte ja hier den zweiten zuerst gelesen und dann aus den ersten. Und nachdem ich den ersten Teil gelesen habe, wollte ich von dieser Familie einfach nur noch adoptiert werden. Denn die sind einfach so toll. Diese Familie ist so
gut beschrieben und die haben so eine tolle Dynamik untereinander und oh, es ist einfach eine so tolle Familie und ja, wie gesagt, die ganzen anderen Charaktere, die hier drum und dran noch mit eine Rolle spielen, sind auch richtig gut und Lark als Protagonistin hat mir in dem Buch auch gut gefallen. Ich fand manchmal ihre zickige Art ein bisschen nervig, aber das hat sich ja dann mit der Zeit auch gelegt und ja, ich fand einfach das ganze Buch richtig gut. Es hat mir richtig gut gefallen, nochmal auf die Shipley-Form zurückzukehren und ja, I like. Tolle Handlung, tolle Charaktere, ein wahnsinnig tolles Setting. Oh, dieses Setting, diese Farm, diese Apfelfarm, die ist einfach so toll. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal für eine Apfelfarm so erwärmen könnte, aber diese Farm ist einfach so toll. Und der Schreibstil von Sarina Bowen ist einfach so unglaublich gut. Er ist so gefühlvoll, so liebevoll, so echt einfach. Ich weiß nicht, ich kann das nicht anders beschreiben. Der ist einfach echt, dieser Schreibstil. Und ich war die komplette Zeit bei den Charakteren. Ich kann mich in die Charaktere hineinversetzen. Ich kann mit den Charakteren fühlen. Und ja, ich liebe es einfach. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich hoffe, dass der Verlag den vierten Teil noch kaufen wird und übersetzen wird. Denn eigentlich ist es angekündigt gewesen in Deutschland als Trilogie. Aber die Autorin hat jetzt vor kurzem wohl auch erst den vierten Teil rausgebracht in Amerika. Und ich hoffe so sehr, dass dieser vierte Teil vom Verlag noch gekauft wird. Denn in dem vierten Teil geht es um Zara. Und Zara kennt man schon aus den ersten drei Büchern. Und man hat von Zara schon einiges mitbekommen. Und wenn man hier dann dieses Ende liest, denkt man sich so, na, ich möchte jetzt gern wissen, was da nun abgeht. Und ich möchte, dass Zara ihr Happy End bekommt. Deswegen hoffe ich, dass der Verlag den vierten Teil noch kaufen und übersetzen wird. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe mir auf jeden Fall die neue Reihe, die von Sarina Bowen nächstes Jahr rauskommt, mit aufgeschrieben. Das ist die Ivy Years Reihe. Das ist eine New Adult Geschichte. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Aber ich liebe, 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 liebe dieses Buch. I love it. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das war mein Lesemonat vom Oktober. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ja, irgendwie war das jetzt gerade ein komischer Lesemonat, so vom Sprechen her. Ich habe gefühlt ganz, ganz viel geredet und gefühlt auch irgendwie nicht. Merkwürdig. Naja, egal. Dieses Video endet jetzt an dieser Stelle. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.